sowie der Saft für Leben. Ja, willkommen liebe Biertrinker, zur tatsächlich zweiten Folge. Die erste ist ja nicht ganz geglückt, deswegen heute eine zweite. Noch ein Bier, was ich von meiner Freundin bekommen habe, Bellhaven Scottish Ale. Sieht sehr schick aus. Rich, nutty, smooth. Das klingt gefährlich. Schottisches Bier ist nicht für jedermann, muss ich sagen. Schottland, wunderschön, das Bier. Aber ich bin gespannt. Also aussehen sieht es fantastisch, finde ich. Ich würde gerne vorlesen, was hinten drauf steht, aber typischer deutscher Pfand-Kack da. Hier oben steht was Schönes. Bellhaven or the beautiful harbour. Nest among the rolling barley fields of Scotland, beautiful east coast. Da war ich an der Ostküste. For nearly 300 years we have brewed in this place using only the finest ingredients. Mal gucken. Ja, laut den Zutaten, die auf Deutschen draufstehen, ist Wasser, Gerste, Malz, Hopfen und Hefe, also quasi Reinheitsgebot. Ich bin gespannt. Ja, mach das Fläschchen auf. Der Korken, der sieht so aus, ich hoffe, der Fokus funktioniert, kommt in den extra davor gesehenen neuen Container. Schütten wir hier den Tropfen mal ein. Aussehen tut's gut. Schon ziemlich stark. 5,2% Alkohol, Brewed at Bellhaven Brewery noch. Schön mit der schottischen Fahne drauf. Mal gucken, ob das die noch lange zum Vereinigten Königreich gehören oder ob die bald wirklich dann doch mal selbstabhängig ist auch schön, ne? Unabhängig werden. Ja, aber wir wollen uns jetzt nicht mit Politik aufhalten, sondern immer ein Bier trinken. Dafür sind wir ja hier. Ja, wie schon beim ersten Video heute, werden wir jetzt umblenden auf dem Bildschirm, damit ihr besser sehen könnt, was ich da so tue. Und dann hören wir uns gleich wieder. So, da sind wir wieder. Ja, die Farbe ist schon recht dunkel. Da würde ich, das könnt ihr jetzt nicht sehen, ich halte mal das Bier daneben. Ich glaube, hier sind wir richtig. Zap. Ja klar, es ist, man kann schon auch durchgucken, obwohl es so dunkel ist. Also ich würde es dann hier so bewerten. Die Schaumkrone ist schon ziemlich gut. Gut trifft ganz gut. Ha, ein Kracher. Ja, sieht ganz gut aus, würde ich sagen. Ich würde es mit einer 2 bewerten am Tisch. Geruch, jetzt wird es interessant. Überraschend schwach der Geruch. Ich würde es so hier bewerten. Die Balance vom Geruch ist eher Richtung süß. Muss man eine Nase nehmen. Oh, ich hoffe, das ist nicht so laut, wenn ich das Glas immer wieder hinstelle. Getreide ist zu riechen, Brot ist zu riechen. Hier ist ja laut Etikett eigentlich nichts Besonderes drin, aber das weiß man in Schottland nie so genau. Da kann eigentlich auch ungefähr alles drin sein. Ich war beim Geruch, ne? Riecht ein bisschen nussig, hört man ja auch bei dem Rich Nutty Smooth Etikett, hätte fast vermuten können. Mal gucken, ob das auch so schmeckt. Das ist ja, die letzten Wochen haben wir gezeigt, dass meine Nase mich schon eigentlich immer täuscht. Wir werden sehen. Vor allem schmecken. Hopfenaroma, erdig kann man sagen. Und ein bisschen würzig. Der Geruch ist nicht umwerfend, sag ich mal. Das ist eher so geruchsneutral, aber ich rieche halt auch generell immer schlecht. Weiß ich ja jede Woche aufs Neue. Antrunk, jetzt wird's interessant. Es schmeckt sehr interessant. Er ist auf jeden Fall schwach. Die Briten übertragen auch nichts. Es ist sehr, sehr süß. Also, ich tendiere hier zwischen extrem und nicht ganz extrem, ich sag mal nicht ganz extrem. Also kann man aber süß, wenn man trinken kann, jetzt kein Warsteiner Geschmack oder so. Ja, verdammt, beleidige ich jetzt niemanden, aber wer Warsteiner mag, der guckt wahrscheinlich auch keinen Bierblock. Malzgeschmack ist auf jeden Fall vor allem süß.
Man merkt schon den Nussgeschmack auch. Karamell auch so ein bisschen. Toffee und ja, das würde ich sagen, sind so die Hauptgeschmäcker im Malz. Ich weiß nicht, wie blumig schmeckt. Sind das Leute, die Blumen essen dann, oder? Ich weiß es nicht. Fruchtig kann man das nennen. Chemisch künstlich, finde ich super. Ich hoffe, dass ich niemals ein Bier erwische, wo ich sagen kann, das schmeckt chemisch oder künstlich. Aber man weiß ja nie. Ich habe gerade gesagt, wenn Leute Blumen essen und ich sage jetzt, hier ist erdig. Ne? Ich esse aber keine Erde. Auch, ja. Müsst ihr jetzt mir einfach glauben. Es schmeckt nicht schlecht, also ich würde Tom mit einer 2 bewerten. Im Antrunk. Mal gucken, wenn man. Das ist nämlich meistens bei so süßlichen Sachen. Die schmecken erstmal gut und dann, wenn man dann zum Körper kommt, ist das irgendwie eher so. Bleh. Ich trinke erstmal einen Schluck. Sehr leicht vom Körper auf jeden Fall. So. Kohlensäure sucht man, glaube ich, auch mehr oder weniger vergebens. Das ist ja, glaube ich, auch typisch britisch so, ne? Empfindung ist ja cremig, kann man sagen. Erwärmend. Ja, doch. Leider, sauer. Ne, so schlimm ist es nicht. Er ist so ein bisschen säuerlich, aber auch nie wirklich. Ich überlege gerade noch, ob es süffig ist oder nicht. Ich glaube nicht, dass man davon Kasten runterkriegen würde. Dafür ist er, glaube ich, zu süß. Nee, nee, dann lass mal raus. Mundgefühl ist aber echt okay. Ja, doch. Würde ich auch mit einer 2 bewerten. Das sieht ja schon mal nicht schlecht aus dafür, ne? Der Nachtrunk. Endlich wieder was trinken. Obwohl es keinen so starken Geschmack hat, bleibt es schon ja so mittellang im Mund. Intensität ist ja auch perfektes Mittel hier. Die Balance geht aber Richtung süß. Ja, ist so ein bisschen, als ob man einen Toffifee gegessen hätte. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht. Aber ja, ist 3. Sagen wir mal, ne? Handwerkskunst, ja. Ja, wie gesagt, letzten Video, ein guter Freund hat ja gesagt, die soll nicht die Flasche bewerten, weil die würde ich mit sehr gut bewerten. Ich finde die echt schön. Ist auch so ein, konnte da kann man ja nicht sehen, ist nicht so ein typisches, so ein glattes, sondern wie so Papier halt drumherum. Ich hoffe, das macht Sinn, man versteht das, was ich meine. Handwerkskunst vom Bier an sich würde ich mit Mittel bewerten. Es haut mich jetzt nicht vom Hocker, ist aber auch ganz lecker. Ja, frisch ist es, wie gesagt. Wenn da was bei schlecht oder schal rauskommt, dann habe ich entweder nicht aufgepasst beim Kaufen oder Scheiße gekauft. Ich finde das okay. Ich würde es mir hier so mag ich bewerten. Katertechnik würde hier Richtung, also ist die Frage, wenn man davon mehr als eins trinken kann, was ich jetzt glaube ich nicht könnte, dann ist es bestimmt hier, weil das ist so ein Gehirnkleber, glaube ich. Für mich ist es eher hier, weil wird eins davon ist lecker, das ist aber so ein Einbier trinken. Das ist jetzt nicht hier ein Kasten Pils und gib ihn, sondern das ist mal so ein zum Genuss. Also, ja, ich würde es, ja. Ja, gut, also wenn man davon mehr trinken würde, dann wahrscheinlich doch eher hier. Label kenne ich gar nicht, habe ich auch in Schottland nicht gesehen. Wäre mir ins Auge gesprungen, ja, ich finde die Flasche echt schön. Ich hoffe, das ist nicht zu albern, wenn ich das mal wieder sage. Aber kenne ich nicht. Hier, so. Sieht für mich aber schon eher nach was Edlem aus. Also, zapp. Die Gesamtnote, ich hoffe, ich brauche nicht wieder den Taschenrechner. Letztes Mal. 2, 4, 10, 12 durch 5. Ne, da kann ich auch nicht rechnen. Das ist auf jeden Fall 2, irgendwas. Aber wir sind ja nicht doof, ne? 12 durch 5. Ab 2,4. 2,4 reicht noch für eine 2 tatsächlich. Guck mal, damit haben wir hier quasi unseren Wochen- oder zumindest den Tagessieger. Ich kann es empfehlen für einen Tag, oder für einen Tag, jo, macht Sinn. Für eine Flasche, und dann reicht's, glaube ich.
Ne, also ist nicht schlecht, aber auch nicht für einen Kasten davon. So, wir sehen uns gleich nochmal. Ich zeige nochmal die wunderschöne Flasche. Ich muss immer mehr betonen. Ja, da sind wir wieder. Hier ist die Flasche, von der ich irgendwie nie aufhören kann zu reden. Die hat auf jeden Fall einen Ehrenplatz im Regal verdient. Ne, so sieht es nochmal im Glas aus, wenn es gar nicht gesehen hat. Ist lecker für eins. Ich glaube, mehr davon als eins ist dann zu süß und zu klebrig irgendwie. Ja, das ist wahrscheinlich dann so ein Kopf von. Kannst man sich mal Kopf der drei Ecken. Ja, ich habe ja im letzten Video schon gesagt, nächste Woche wird es leider nicht gehen. Ich hoffe mal, dass ich nicht Sonne im Gesicht habe danach der OP. In 2 Wochen sehen wir uns wieder. Und bis dahin, Prost, liebe Leute. Was eine schöne Flasche, meine Güte. Wie der Saft fürs Leben hier in Revier tut man manchmal gern einheben.